Jadon! Was? Entmutest du dich? Ich bin nicht gemutet und das weißt du auch. Hey. Achso, du meinst du. Oh, Jesus, im Discord meinst du. Oh, lol, ja, hab ich komplett vergessen. Aber war bis jetzt eigentlich eh Cutscene. Ich wollte nur gesagt haben, von wegen auch für deine Freundin. Ich hab Screenshots in den neuen Channel reingehauen. Du hast Screenshots in den Channel reingehauen, okay. Ja, ja. Also, der eine ist nur zum Spaß, der andere ist der erste. Den ersten meinst du quasi, wie sie gezeichnet haben, okay. Also, mein Charakter halt einfach. Mhm, okay, schauen wir mal. Vielleicht. Wenn es dir gefällt, die Mose, wie gesagt. Ja, ist schon. Werde ich gebannt, wenn ich sage, dass ich kein Star Wars mag? Nein, wirst du nicht, weil ich auch kein Star Wars Fan bin. Timing out. Mann, jetzt. Ich bin auch kein Star Wars Fan, also müsste ich mich selbst auch. Gut, ich bin auf jeden Fall Star Wars Fan, allerdings, was Disney mit der Ding gemacht hat, aber. Wie sieht denn die Rüstung jetzt aus, die ich da bekommen habe? Strife, die Weste. Die kacke aus. Wow, achso, von Strife, achso, vor allem als Lala sieht das. Also von Cloud ist das. Ach, die Strife hast du bekommen, ja, die ist nice. Ja, aber als Lala sieht das ziemlich kacke aus. Mach mal den Head an, ich würde mich interessieren mit der Weiße. Gibt's keinen. Nein, bei deinem momentanen Auto. Achso, wow, der Hut sieht ja mega geil aus. Den will ich. Mach ich gleich, warte. Mein Hut. Ja. Na, der ist halt. Der passt überhaupt nicht dazu. Nein, leider nicht, schade. Würde mal sagen, wie Cloud von Final Fantasy 7, ja genau. Alter Fuck, schaut das kacke aus. Ja, im Lala sieht halt alles ziemlich kacke. Aha, sehe ich scheiße aus? Okay. Ja. Ihr seid schon zurück. Ja. War wohl doch zu gefährlich. Was das angeht, ist das bei Lala wirklich ein Problem. Ja, ich weiß nicht. Also, da war mir dein Fuckboy echt lieber, what the fuck. Ja, aber ich habe immer noch das automatische Ding an. Ich habe eine Donation bekommen, die gesagt hat, hey, mach dich mal, und jetzt habe ich es halt gemacht, ne? Die Gnat haben einen Primar beschworen, bei Helon. Ich wusste gar nicht, dass sie zu so etwas imstande sind. Ich fürchte, wir wissen weniger über den wilden Stamm, als ihr euch erhofft habt. Aber vielleicht kann ich jemand anders weiterhelfen. Nordwestlich von hier leben ein paar ausgestoßene Gnats, die mit ihren kriegerischen Artgenossen nicht viel am Hut haben. Die Wart. Einige von ihnen treiben sogar Handel mit uns. Wenn ihr ihre Gunst mit einer kleinen Aufmerksamkeit gewinnt, sind sie vielleicht gesprächsbereit. Das ist einen Versuch wert. Worüber würden sie sich denn freuen? Wert haben sich die Nektar-fleischfressenden Fliegenfallen. Früchte des sieben Himmelbaums und Nanka-Fleisch. Am besten teilt ihr euch auf, um alles zu besorgen. Dann kümmere ich mich um die Früchte. Die hohen Baumwipfel verlangen geradezu nach einem sprunggewaltigen Dragoon. In Ordnung, um den Nektar werden Alfinon und ich uns kümmern. Unsere Magie sollte uns gegen die Pflanzen von Vorteil sein. Dann bleibt für dich wohl das Nanka-Fleisch übrig, Junge. Wir wollen nicht geizig sein, also besorg 3 Stücke davon. Bedienen kannst du dich bei Fluss Nankas im Bett des Weilandflusses. Es gibt einen bestimmten Ort, an dem wir unsere Geschenke ablegen, wenn wir mit den Wart handeln wollen. Ich markiere ihn dir auf deiner Karte. Vielen Dank, Marcel! Das ist uns eine große Hilfe. Also gut, auf ans Werk. Okay, bla bla und so weiter. Wenn ich 10 Euro donate, machst du dir ein Catgirl. Jan. Wenn du... Also ich muss jetzt erstmal... Die Auflage war, er donatet das und ich muss mindestens mal so einen Monat bleiben. Danach können wir drüber reden, ja. Wenn ich fliegen soll, sag Bescheid. Nee, Alter, so nicht. Es sind jetzt ein paar Meter. Selbstverständlich. Ach, jetzt kommt dann die Quest für Ravana, gell? Ui, geil. Ah, doch, du könntest mich doch fliegen, weil sonst muss ich da wieder. Flieg mich da mal rüber. Ja, das ist immer das Nervige, du musst nämlich immer außen rum. Warte, ich kann. Ah, jetzt kann ich. Ja! Das Ding ist halt, ich kann jetzt. Er hat mir jetzt donated, dass ich mich ummorgen, ne? Und jetzt kann ich nicht einfach die nächste Donation nehmen und mich wieder umorgen. So geht das halt leider nicht. Das wäre ziemlich assi von mir, wenn ich das machen würde. Du kannst mich hier runterlassen, bei dem Fluss da direkt. Achso, wo mussten? Zu dem Fluss. Achso. Da sind diese kleinen Nanka-Dinger drin. Kannst aber gerne einen Sub da lassen, Johnny.
So, jetzt muss ich eigentlich. Jetzt muss ich da oben hin. Oder kann. Mount mal auf. Nee, warte, ich renne da einfach hin, das sind eh nur ein paar Meter. So lange dauert das nicht. Ja, ein glücklicher Zweijähriger. Wieso stehst du eigentlich so auf diese Lalafels, sag mal? Okay, sagen wir mal so rum. Mittlerweile sind fast uns bei uns in der Gilde fast alle Lalafels. Lustig. Und es gibt eine reaktive Lala-Community. Okay. Wir haben zum Beispiel, erinnerst du dich noch in dem Video, wo du gepostet hast, wo du im Fernland warst und auf einmal diese 10.000 Leute vorbeigekommen sind und du so, hey, what the fuck? Das war ein traditioneller Lala-Walk. Ah, okay, ja, du dachtest, das war wirklich sehr, deswegen, sehr, du warst verwirrt, weil so auf einmal so 40, 50 Leute an dir vorbeigelaufen sind. So, wir haben den Nektar besorgt. Sales, naturkundliches Wissen hat sich dabei als überaus nützlich erwiesen. Wie ist es? Ja, komm. Es ist nur gezeugt, wir haben das Zeug besorgt. Komm, das muss ich jetzt nicht wirklich lesen, ne? Das ist ja ziemlich unnötig. Was ist denn da? So. Ich glaube schon noch gar nicht mehr so viel im Stream zu, oder? Was? Noch 7 Leute, okay. Noch 7 Leute schon noch zu. Ja, ja. Die Geschenke für die Wart hätten wir. Also müssen wir jetzt nur noch müssen wir sie nur noch hier ablegen, bla bla bla. Komm, weiter. Das Lustige ist, normalerweise ist die Quest, die du jetzt machst, relativ scheiße, weil du permanent alles pulst. Du bist aber so overlevelst, dass du hier gar nichts mehr pulst, einfach durchläufst. Keine Spur. Oder ich gar nicht mal, ich bin mir gar nicht so sicher. Doch, nee, du sollst hier jetzt wollen. Na, eigentlich bin ich ja sogar schon auf dem fast auf dem Maximallevel vor dem Addon, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Oder achso, nee, aber, warte, ich bin schon drüber. Ich bin schon Stormblood. Shadowbringer hast du dir schon gekauft, gell? Ich habe alle Addons schon. Okay, ja gut, dann 70, ab 70 bist du in Stormblood-Level. Genau, ja. Okay. Keine Spur von den Wart. Ob Marcel sich vielleicht mit diesem Ort vertan hat? Mit dem Ort vertan hat? Nicht so ungeduldig, Kleiner. Ich glaube, wir bekommen Besuch. Die sehen so eigenartig aus, die Typen. Wen haben wir denn da? Klick, klack, Jäger aus dem Wald und ein wohliger Duft steigt in unsere Nasen. Oh mein Gott, das sind die Krabbenmenschen. Die wollen die Welt übernehmen. Crab people. South Park, let's go. Ab 70 könnte er schon in Shadowbringers leveln, ja, ne? Fliegenfallen, Nektar. 7 Himmelfrüchte und Nanka-Fleisch. Ihr wisst, was wir warten mögen. Vielen Dank für die kostbaren Gaben. Wenn ihr handeln wollt, dann kommt in unser Dorf. Wir leben bescheiden, doch unser Räucherwerk hält die Drachen fern. Bleibt unsere Gäste so lange, wie ihr wollt. Modrig und eng. Das Leben ist streng. Aber angenehmer als im Magen eines Drachen. Nun kommt, kommt, ziert euch nicht. Schon eine sehr bedrohliche Musik. Die sind direkt freundlich. Das ist verdächtig, ne? John. So. Kann ich auch selber hinlaufen, eventuell? Kannst du. Aber wo, da müsste ich mal eigentlich mal die Beast Tribe Quest mal machen. Kann man ja mal annehmen. Wir haben unserem Anführer, dem Erzähler, von euch berichtet. Er ist bereit, euch anzuhören. Er ist alt und weise. Seid respektvoll. 2 Meter weiter links. Ihr seid gekommen, um mit uns zu handeln, Jäger. Eure Geschenke waren sehr großzügig. Recht. Okay. Was ist euer Begehr? Ja, ne, Erzähler ist geil. Das ist ein Weep-Spiel. Alt und weise ist gleich perverser alter Sack. Wir wollen in der Tat etwas von euch, weiser Wart. Allerdings keine Waren, sondern Informationen. Es geht um den Primar, den euer Volk beschworen hat. Ihr wollt mit Worten handeln? Seltsame Jäger seid ihr. Doch ihr habt Glück. Wir sind die Wart, die Unverbundenen. So reden ist unser Schicksal.
Vom Gott der Gnad wollen wir euch gerne berichten, dem schrecklichen Krieger, den die Verbundenen gerufen haben. Die Verbundenen? Sind das die Gnad, die in den Kolonien leben? Ganz genau. Eines Tages begab es sich, dass ein verletzter Drache in der Nähe der Kolonie vom Himmel fiel. Die Verbundenen waren in heller Aufregung. In ihrer Panik stießen und schossen sie auf den hilflosen Drachen ein. Vermutlich eines der Biester, das Ishgard angegriffen hat. Gar nicht so übel, diese Gnad. Die Drachen sind mächtige Wesen. Seit je haben wir Naht sie gefürchtet. Ach Mann. Doch an jedem Tag erkannte die Kolonie, ein geschwächter Drache kann getötet werden. Also fassten sie einen Entschluss. Man würde den Rat der schwarzen Männer befolgen und den Gott der Gnad beschwören. Das sollte das Schwert sein, das die Drachen vom Himmel holt. Dies alles geschah, um die Kolonien auszuweiten, um ihren Ruhm und ihre Macht zu mehren. Doch der Gott der Gnad fordert hohen Tribut. Sein Hunger nach Kristallen wiegt weit schwerer als der Nutzen des Kriegs. Der Wart heißen sein Tun nicht gut. Ja komm, die Ringe sind mir eigentlich ziemlich egal. So, was ist jetzt hier? Irgendjemand hat mich da eingeladen. Habe ich da wenigstens... Wanna join FC? I see you don't have one and we are recruiting? Fragezeichen. Also, wenn das so hier mit so strikten Kriterien geht, dann nö. Komm eh lieber in meine FG, da bist du gern gesehen. Wieso? Weil ich ihn... Sag ihm schlechtig? Nee. Wieso in deine FG? Wieso werde ich dagegen gesehen? Weil ich ein Lala bin und die gern getreten werden, oder? Oder was? Nein. Ganz einfach, weil da wenig Leute drin sind. Ach so. Die sollen ein bisschen gefüllt werden. Aha. Okay. Ja. Ich meine, ich hätte zwar eigentlich theoretisch vorgehabt, meine eigene FG zu machen für so ein. Das kannst du natürlich auch tun. Stream, aber ich weiß es noch nicht. Ich denke noch drüber nach, was ich diesbezüglich mache. Ich meine, ich kann jederzeit austreten. Er hat keine Freunde. Oh. Ja, das können wir eigentlich machen. Aber das nächste Mal, heute nicht mehr. Ich glaube, der Johnny Wayne 689 kann mal in den Chat schreiben, wo er denn wohnt und dann. Oje. Oje. Auch ich rief einst einen Primar herbei, wissend, dass es dem Planeten lebensnotwendige Energie entziehen würde. Ich hielt es für ein notwendiges Übel, für das ich irgendwann aussuchen so sollte. Wo wohnt denn deine Mama? Doch wenn es stimmt, was der Älteste sagte, handelt die Kolonie einzig aus territorialer Gier. Ich glaube nicht, dass sich die Gnad in der Konsequenzen ihres Handels bewusst sind. Nun, vermutlich steht es mir nicht zu, in dieser Sache zu urteilen. Ich habe genug gesündigt. Ich habe nichts mehr zu trinken. Gräme dich nicht, Isael. Auch mein Großvater griff auf der Katenoer Heide zum letzten Mittel. Er wollte die 12 beschwören, um die 7. Katastrophe abzuwenden. Ich kann dein Handeln durchaus nachvollziehen. Ah, danke, das war notwendig. Nicht jedoch das der Naht. Wenn es ihnen wirklich nur um eine Ausweitung ihres Herrschaftsgebiets geht und sie sich nicht darum scheren, dass dem Planeten geschadet wird, dann muss ihnen ein Riegel vorgeschoben werden. Du hast leicht reden, Kleiner. Schließlich kannst du dich entspannt zurücklehnen, während der Krieger des Lichts die Drecksarbeit übernimmt. Oder hattest du vor, dem Primar selbst gegenüberzutreten? Dann habe ich nichts gesagt. Primae. Meinetwegen. Ja. Nein. Danke. Ja, bitte. Ihr habt recht. Estinien. Ich bin wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Schadon sich dem Primae stellt. Das war vermessen von mir. Sehr schön. Dankeschön. Was meinst du, Schadon? Ich werde mich dem Primae stellen. Was hältst du davon, mich gegen den Primae kämpfen zu lassen? Auch ich gebiete über die Kraft des Transzendierens. Ich zu Ende, weil der Stream der da jetzt noch ein paar Sekunden ist. Okay. Und ich habe noch etwas gut zu machen. Wenn du mir beistehen würdest, hätte ich natürlich nichts dagegen. Im Herz aus Eis brennt das Feuer der Aufopferung. Wie rührend. Doch wie, liebe Isael, willst du den Primae zu einem Kampf gegen dich bewegen? Er wird dir kaum per Kontaktperle antworten. Er bezeichnet den Typen als klein und duscht es da wie ein Zweijähriger daneben. Ja.
bedank dich bei Oh Crap. Wir sollten uns bei den Bewohnern hier umhören, wie man ihrem Gott begegnen kann. Dabei kann auch ich mich nützlich machen. Kann ich mich schnitzlich machen? Mach dich zum Schnitzel, genau. Ganz schön helfrig, der Kleine. Das muss ich mir nicht mehr lassen. Es gibt natürlich aber auch einen storytechnischen Grund, was? Warum, egal welche Rasse, egal wie klein wie du aussiehst, alle wissen, dass du... Wieso hat der Command jetzt nicht funktioniert? Was ist da los? Songfiles? Weil du eine Null vergessen hast. Ah, Jesus Christ. It's over 9000. Wenn ich den Typen mal schreiben sehe, penne ich ihn, Alter. Wieso? Kriegt er das denn hin? Ja, er ist Mod. Also er Ach könnte. So. Mod ist doch die Abkürzung für... eine andere Beschreibung für gay. Wir sind die Unverbundenen. Achso, das ist nur wieder ein bisschen geplaudert hier, das muss ich ja nicht unbedingt lesen. Wenn Mann, du mal Fix haben willst, sag Bescheid. Ich habe mir ja schon einige runtergeladen, ich muss sie nur noch auch in mein Soundboard stellen. Ich bin nämlich aktiv in der Community, als Streamer-Community von Top S in Japan. Und da kannst du dir halt auch custom Soundeffekte halt holen und es gibt viel zu viele. Okay. Ich hab also nur so ein paar. Werde ich mal vielleicht annehmen, das Angebot. Wow, warte, ich heb mal die Füße, dann verpasst er mich so flach, wie der ist. Ah, einer der freundlichen Jäger. Achso, ja, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt, ne? So. Jetzt muss ich schon wieder Nanka-Fleisch holen. Das habe ich doch gerade vorhin gemacht. Da kennt jemand den Falco? Was? Ja, ich kenne Falco offline. Warte, bist du auch mit Toppers in Japan dabei? Sehr gut. Ja, offline, fucking hell, ja klar, logisch. Scheiße. Die Welt ist klein. Ich finde das extrem irritierend, dass du Nanka-Fleisch holen sollst. Ich kenne in WoW einen, mit dem ich in Legion übergeredet habe. Und der hieß immer Nanka. Stimmt, ja, Nanka kenne ich auch noch, du hast recht. Mit dem, da war ich auch dabei in der Raid-Gilde mit Nanka. Das ist wirklich irritierend. Ja, wenn er streamt, bin ich fast immer da und das ist echt cool. Oder meinst du jetzt... Ich meine, bei mir... Na, bei mir ist auch immer. Na, bei mir ist er auch fast immer da, also. Ich wüsste jetzt nicht, wann er das letzte Mal nicht da war. Hat viel Zeit, der Gute. Und Johnny, was sagst du bis jetzt zu deiner zu deinem Catgirl? Ich wollte gerade sagen. Find's aber lustig, wie oft denn nicht mal auffällt, dass ich Purple bin. Weil ich bin nicht gerade unbekannt in dem Stream. Bild schaut verdammt nice aus. Hast du gehört? Danke, sagt sie. Da, in groß. Ist halt noch in der Skizzierphase. Nee, es wird ein Catgirl. Ach so. Das kann ich so schlecht erkennen. Ich habe die nämlich während ich zocke auf 160p. Ah, sonst kannst du es wirklich nicht sehen, gerade bei einer Skizze. Oh, Purple, klar, aber in Discord habe ich dich noch nicht gesehen, weswegen ich den Namen nicht kannte. Ja, logisch, aber Sinn. Bild hat da 3 Pixel. Ups, das habe ich jetzt übersprungen. Die Gnad in der Kolonien haben eine Art Anführer, mit denen ihr Bewusstsein verknüpft ist. Über ihn können sie sich wortlos verständigen. Ich bin aber auch im Discord, ich schreibe nur extrem selten. Sie sind die Verbundenen. Und es ist kollektives Bewusstsein, das den Primai heraufbeschworen hat. Die Unverbundenen Wart jedoch sind nicht mehr in dieses Kollektiv eingebunden. Deswegen verstehen sie auch nicht, was dort vor sich geht.
Das würde erklären, warum sie nicht über den Gott ihres Volkes nichts über den Gott ihres Volkes wissen. Nun eines wussten sie schon. Wer in das Hoheitsgebiet der Naht eindringt, wird dem Gott bei lebendigem Leibe geopfert. Keine besonders erbauliche Vorstellung, aber ein Anfang, nicht wahr? Das heißt, wir müssen ja eigentlich nur reinspazieren und dann geht's los.